Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin wieder da. Ich habe länger nicht aufgenommen. Es ist jetzt mittlerweile der 28. Mai. Letzte Folge habe ich am 25. aufgenommen, so wie ich das gesehen habe. Und das in der Nacht. Also es ist länger her. Ja, es ist eine sehr aktuelle Folge für euch. Die müsste jetzt am Dienstag kommen. Und ich nehme sie jetzt eben hier am Sonntag auf. Genau. Ich war ja... Ah, die Kisten sind respawn. Das ist gut zu wissen, dass die respawnen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was unser Ziel war. Genau, wir wollten zum Sumpf, dann über den Riesenwald bis zu diesem Monsterlager oder was das ist. Okay, also, ganz kurz, Real-Life-Anekdote. Ich war ja in der Klinik ganz kurz. Da habe ich ja ein Infovideo gemacht, weil ich eines Morgens aufgewacht bin mit einem tauben linken Ohr. Was immer noch der Fall ist, aber ein bisschen besser. Es ist ein bisschen komisch so, ich höre mich nicht doppelt, aber es ist, ja, ich höre meinen Kopf ein bisschen. Auf jeden Fall kann ich da Entwarnung geben. Es ist kein Hörsturz, sondern eine akute Mittelohrentzündung, was auch nicht ganz geil ist, aber ja, für mich jetzt nicht so schlimm wie was anderes, wobei es auch Diskussionen gibt, dass bei einer Mittelohrentzündung irgendwie Dauerschäden kommen, aber ich glaube nicht, dass es bei mir jetzt irgendwas so Schlimmes ist. Tempel der Weisen heißt das hier, dieser Sumpf. An das Gebiet kann ich mich noch erinnern. Heute wieder kann es sein, dass die Facecam ein bisschen anders geschnitten ist oder ein bisschen rangezoomt ist, weil wieder jemand da ist, nämlich die Kara. Seht. Ja, die sitzt brav. In der Ecke geknebelt. So! Okay. Schnauze. Ja, kann sein, dass die paar Mal rumlabert. Das wird natürlich konsequent rausgeschnitten. Auf jeden Fall. ja. Nicht wundern. Und das ist ein sehr schöner Ausblick. Da könnte man fast schon eine Thumbnail machen. Das mache ich jetzt auch. Ja. Passt. Genau. Und jetzt gucke ich einfach, wie sich das entwickelt. Ich muss jetzt so Nasentropfen nehmen halt. Ja, um die Ohren freizukriegen. Da ist wohl Flüssigkeit drin und so, sogar eitrig, glaube ich. Tut auf jeden Fall ein bisschen weh und ein dumpfes Gefühl am störendsten ist aber natürlich, dass ich halt links wenig höre. Sehr dumpf. Das hat mir sehr Angst gemacht, weil ich, ja. Also, der Hörsinn ist für mich halt absolut das Wichtigste. Ja, ich hatte da richtig Panik in der Früh. Weil ich kannte das nicht. Ich kannte das Prinzip von Hörsturz auch nicht. Oder vom Mittelohrentzündung. Ich hatte noch nie wirklich Probleme mit den Ohren, von daher, ja. Aber es ist alles nicht so schlimm und hier schießt irgendwas. Ich glaube, die Echsen sind wieder da. Die gab es ja damals in diesen Gebieten. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Auf jeden Fall hatten die so Metallhelme. Ich guck gerade mal. Übrigens, da habe ich noch im Schnitt nachgeguckt. Dieses Schild haben wir ja synthetisiert mit diesem Kakuda-Schild, mit diesem Kakuda-Flügel. Und es gab keine zusätzliche Kraft. Ich verstehe das nach wie vor nicht ganz. Ich werde mal das Flammenschild wegwerfen. Und dafür verrostetes Schild nehmen. Das ist besser. Vielleicht können wir es gleich synthetisieren. Nein. Nein. Hier. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Nee, mit dem rostigen Zweihänder eher ungern. Können wir den aufnehmen? Ja gut, wir machen es mal. Keine Ahnung, wie viel das bringt. Plus 6? Hey, das stimmt schon wieder nicht. Ich verstehe das nicht. Da stand doch jetzt gerade plus 6. Aber es hat... Es hat 3. Das sieht so dumm aus. Ja, dann muss ich es wieder rückgängig machen. Jetzt ist das Schwert halt weg. Oh, was ein Scheiß, ey. So, was ist das hier? Hellebarde. Hier ist nochmal ein Schwert. Wir heben die mal lieber auf. Und hier scheint jetzt irgendwo so eine Echse zu sein. Ja, da oben. Da sind sie wieder. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, ehrlich gesagt. Oh! Der hat einen Elektropfeil. Das erste Mal sehen wir das. Exalfos, genau. Elektrofrucht? Oh, neu. Ich glaube, die ganzen, diese Feuerpfeile, Elektropfeile und was es noch gibt... Ich glaube, die sind jetzt durch diese Früchte ersetzt worden. Das heißt, mit Elektrofrucht können wir Elektropfeile schießen. Das erste Mal. Sehr wichtiges Element auch. Und ein Sporn mit 5 Synthese Angriffsstärke.
Hä? Und noch ein Horn? Ich dachte, das ist jetzt ein anderes. Das hat 18 These Angriffsstärke. Das ist mega gut. Oh! Oh! Dicker! Halbes Herz? Stimmt, da war ja was. Wenn wir ins Wasser fallen, also wenn wir im Wasser von einem Elektropfeil getroffen werden, weil sich das natürlich dann ganz ausbreitet, ist das natürlich ultra Schaden. Aber so viel? Heilige. Digga, man ist ja fast One-Shot dann. What the fuck? Wirst du von Elektrizität geschockt? Lässt du die ausgerüstete Waffe fallen? Ah, okay. Das ist realistisch und macht Sinn. Aber wie schütze ich mich denn jetzt hier vor? Ich will das nicht nochmal. Weg hier. Oh, was? Hä? Was soll ich denn da machen? Okay, ich muss den jetzt gleich vom Fernkampf direkt angreifen. Oh, jetzt habe ich eine Ausdauer-Ding genommen. Alter. Was ein kranker Bastard. Alter, den muss ich auf jeden Fall von oben irgendwie besiegen. Das merken wir uns. Da sollte man gar nicht irgendwo mit Wasser in Berührung kommen, bei Elektropfeilen. Macht doch Sinn, aber... Boah, das war kritisch. Wow, das hat nicht getroffen, wie bitter. Junge, Junge. Der ist aber auch stärker als die anderen, oder? Kann das sein? Wie kann man da nicht treffen, jetzt mal ernsthaft? Also der war stärker als der andere. War das irgendwie so ein Boss Exalfos oder... Keine Ahnung. Ja, ich will trotzdem irgendwas Nices für mein Schild irgendwie. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist hier schon ein bisschen... Hier geht es ein bisschen härter zur Sache und ich habe kein Schwert. Das sieht so dumm aus hier, diese Waffe. Alter, die sieht so scheiße aus. Das sind einfach zwei so Prügel, so Holzprügel aneinander. Ganz scheiße. Ich kenne nur eine Sache, die annähernd so scheiße aussieht. So! Alles gut. Nichts. Alles gut. Nein, nein. So, bleib da. Auf jeden Fall ist das hier interessant. Wir gucken mal dahinter. Wahrscheinlich sind hier noch mehr Exalfos. Was die Mehrzahl von Exalfos? Wahrscheinlich auch Exalfos. Exalfosse. Exalfotzen vielleicht? Was ist... Oh! Was ist da unten? Das ist eine Höhle. Höhle unter dem Tempel der Weisen. Weiß ich nicht, ob es das damals auch gab. Da springen wir doch mal runter hier. Ich weiß nicht, wie tief das geht. Okay. Hier ist Wasser. Aha. Ist das eine bröckelige Wand? Das sieht so aus. Und Leuchtsamen wieder. Sehr, sehr gut. Das Ding ist, brauchen wir hier Donnerblumen oder können wir die einfach mit einem Stein quasi machen, besiegen? Dieses Moblinhorn, das hat ja Steine, kann das ja, glaube ich, zertrümmern. Ich weiß noch nicht, ob es... Ja! Oh mein Gott, okay, das ist aber viel. Das dauert ja ewig, das hier kaputt zu machen. Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man das mit einer Handwaffe kaputt macht, oder? Das dauert ja ewig. Nee. Ich glaube, so kommen wir nicht weit. Ich glaube, wir brauchen entweder eine Donnerblume oder... Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, wie dick diese Wand ist, aber... Sehr dick anscheinend. Und ich weiß auch nicht, ob es sich lohnt, was dahinter ist. Ja, zerbricht gleich. Ja, soll ich jetzt mal... Keine Ahnung, ich würde jetzt... Ich probiere jetzt mal eine Donnerblume, auch wenn es fast sich ein bisschen wie Verschwendung anfühlt. Was hat er da gerade gegriffen? Ah, oben rechts kann man Material greifen, okay. Eine Donnerblume werfe ich einfach mal. Wir haben wenige, sehr, sehr wenige. Zwei nur, ja. Aber ich werde jetzt mal eine nehmen. Ja, das war schon gut. Aber trotzdem ist hier noch sehr viel mehr. Oh Mann. Ja, nee, dann gehen wir wieder hoch. Ich markiere mir das mal, beziehungsweise das ist ja hier auch als Höhle angezeigt. Ja. Ich mach das hier mal, diesen Schädel, dieses Schädelsymbol für unterirdische Sachen. Apropos unterirdische Sachen, wir müssen ja auch noch hochgehen zur Insel, zur Himmelsinsel.
und uns die Minenhöhle angucken. Und es ist Blutmond, Leute. Blutmond kommt. Und wir müssen denken an den Deckensprung. Boah, wenn ich die Musik höre, kriege ich jedes Mal so Angst, Alter. Es ist wieder Zeit für Blutmond, Leute. Jetzt können's, heute können's tatsächlich dann wieder ein Game Over geben. Je nachdem. Die Exalfos werden jetzt auch wieder belebt, ne? Das ist scheiße. Weil die sind sehr stark. Ich glaube, ich sollte mich hier entfernen, wenn jetzt der Blutmond kommt. Oh Gott. Okay. Blutmond ist anscheinend schon aktiviert. Erstmal die Knochenbockblins. Ja, okay, jetzt kommt die Sequenz. Ab jetzt ist der Blutmond da. Wenn das Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ja. Das Fleisch von Ungeheuern. Ich glaube, das ist immer die gleiche Sequenz. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ja. Ich glaube, es ist immer die gleiche Sequenz. Auf jeden Fall vom Blutmond habe ich tatsächlich Respekt. Haben wir ja schon mal, wir haben ja während des Blutmonds schon mal gekämpft und sind Oh! Digga, ich kriege jedes Mal Jumpscare. Das war ja nicht so erfolgreich, sag ich mal. Deswegen sollte ich mich hier direkt wegbegeben. Und wir müssen auch neue Sachen kochen. Ich habe super wenig Sachen. Ich werde mich jetzt tatsächlich wegporten, weil hier mit den ganzen Elektrodingern weiß ich nicht, ob ich das lange überlebe. Wir lassen diesen Tempel mal zurück und porten uns hier hin und laufen dann zum Monsterlager, würde ich sagen. Weil das ist mir hier ein bisschen zu brenzlig. Oh nein, ich habe meine Waffe da liegen lassen. Oh, scheiße, wegen dem Elektroding ist die Waffe runtergefallen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz ärgerlich. So, wir sind da, ja. Ich habe meine Waffe leider jetzt dort liegen lassen. Sehr, sehr unglücklich, aber okay. Und wir haben natürlich ein paar Knochen. Wir werden da gleich mal einen benutzen. Ich glaube, der hält wirklich 3-4 Schläge oder so nur aus. Dafür ist er aber halt sau stark. Mal gucken, mit was wir es hier synthetisieren können. Das gibt wahrscheinlich nicht viel. Wisst ihr was? Dann nehme ich wieder einen... Nee, warte mal. Nein! Wie kann ich nochmal... Ah, hier. Ich nehme irgendeinen Horn oder so. Ich glaube, die waren auch gut. Ich nehme einfach einen Bock. Naja, das ist schwach. Was war denn noch gut? Das ist gut hier. Ich nehme hier einen Kriegerkonstruktoren. Lang nicht mehr gegen die gekämpft, wobei die gibt es ja auch nur im Himmel. Und zack. Plus 3, okay. Ja, gucken wir mal, wie lange diese Waffe jetzt hält. Es sieht ganz cool aus, dieser Knochengriff. Und hier fliegt wieder ein Meteorit runter. Ja, wir gehen jetzt mal weiter Richtung diesem Monsterlager wahrscheinlich. Denke ich mal, dass das sowas ist. Hä, aber der Blutmond? Wo ist der? Hä? Warte mal. Wo ich mich geportet habe, hat das die Zeit irgendwie weitergestellt? Das heißt, wenn man sich einmal portet, ist der Blutmond weg, oder wie? Hä, das ist ja voll der Cheat, Alter. Also, ist gut zu wissen, aber macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Es ist 1 Uhr nachts. Oh, oh, was? Was ist das? Hä? Was passiert hier? What the, what the? Was ist das denn? What the fuck? Alter! Nee, Digga. Kein Bock. Okay. Da entfernen wir uns von. Junge. Das. Sind das Ganons Hände? Alter, ich habe das super spät erst gesehen. Da ist irgendwie. Ja, ein Miasma. In so einem Kreis. Und da ragen Hände raus. Und die verfolgen einen. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich gehe da ganz weit außen rum. Ich verfolge einen ja ultra schnell, Alter. Man kommt gar nicht weg. Meine Ausdauer und so. Okay, das sind Bockblins. Ich will da echt nicht zu nah hingehen. Da hinten sind Pferde. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Oder ist das einfach aufgetaucht, random? Vielleicht ist das ja gar nicht positioniert extra. Naja, ist schon... Ah, da hinten, da hinten. Da hinten ist das. Glaube ich. Ah, ich glaube, da, wo wir uns quasi zurückteleportiert haben, da ist es jetzt. Macht ja auch Sinn. Okay, super creepy, keine Ahnung. Oh. Sau stressig gerade. Die Bienen greifen den Bockblin an. Und der Bockblin greift die Bienen an. Wie geil. So, gib den Honig. Das Holz, das Schild brennt. Also wir sollten uns in jedem Fall, wenn das nochmal passiert...
einfach wegporten. Das ist zu gefährlich. So, die haben hier wieder blaue Augen. Keine Ahnung, was sie zu sagen haben. Ich habe halt erst gedacht, weil das dann alles so rot wurde, dass jetzt halt der Blutmond doch wieder kommt. Aber das war wegen diesen Händen. Da hinten sind wieder Boglins. Da hinten ist das. Man sieht jetzt hier die Hände nicht, aber das müsste das gleiche sein. Alter. Ah, nee, nein, das ist der Abgrund. Das ist der Abgrund. Was war das? Oh, da hinten ist dieses Sternstück runtergestürzt. Das ist beim Spähposten. Das ist ziemlich nah beim Spähposten, glaube ich. Angeblich hier in dem Wald. Das sieht aber eher aus wie dahinter. So, und jetzt wird es richtig dunkel. Was passiert denn hier? 3 Uhr nachts. Alter. Spannend. Ein ganz neues Element heute wieder entdeckt. Eieiei. Ja, okay, der Knochen wird gleich kaputt gehen. Von daher gucke ich mal, ob wir das hier mit dem kaputt kriegen. Nee. Nope. Wie kriegen wir die Scheiße hier kaputt? Ich brauche einen Stein. Als ob es hier keinen Stein gibt. Was ist das? Da ist doch irgendwas aufgepufft gerade. Was passiert hier? Also da in der Richtung war das mit den Händen. Ich weiß halt nicht, ob die quasi immer... Ja, ich gucke da gleich nochmal hin. Davor werde ich speichern. Weil die haben auch ganz gut Schaden gemacht. Und wenn man natürlich, wenn die einen einholen, dann ist man im Miasma. Und dann kann man sich natürlich schlechter bewegen und so. Da ist das Monsterlager. Ungefähr hier war das. Ich werde kurz speichern und dann gehen wir nochmal weiter. Okay, wir gehen weiter. Das war hinter dem Wald hier. Aber ich glaube, so wie es aussieht, ist es nicht mehr da. Ja. Ich denke mal, es tritt auch nur in der Nacht auf. Das ist mysteriös. Was war das? Das wird sicher noch erklärt. Hat mich jetzt aber dezent überfordert. Und da ist ein riesiges... Ist das ein Wildschwein? Ja. Ein Wildschwein, ein Reh, zwei Rehe. Okay. So, eigentlich wollte ich jetzt zu diesem Monsterlager. Da, wo der Rauch ist. Das werden wir jetzt auch tun. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, Alter. Ja, das ist der Abgrund. Nee, das Sternstück ist weiter hinten. Das ist hinterm Spähposten. Ja, das ist irgendwo hier bei... vorm Schloss Hyrule. Werde ich jetzt mal nicht hingehen. Ich will erstmal hier bleiben und, ja, nee, kein Bock. Werden wir früher oder später auf jeden Fall noch einsammeln, die, wenn neue Sternstücke fallen. Ein Fuchs! Bleib stehen. Ha! Tot! Ich habe einen Fuchs gekillt. Kara, ich habe einen Fuchs gekillt! So. Kara, ich höre dich nicht. Leute. Okay. Hat der hier irgendeinen Namen? Ich glaube nicht. Ich bin gespannt, ob man jetzt diese Basis hier wieder mit der Monsterwehr angreifen muss oder ob wir die auch alleine stürmen können. Weil die Monsterwehr war ja damals bei der Core-Quest hier unten irgendwo. Hier irgendwo war ein Monsterlager und da war die. Und da fällt wieder was runter. Aber ich schätze mal, die könnte jetzt auch hier einfach sein. Weil es ist schon eine große Festung hier. Das sieht schon mächtig aus. Aber ich sehe noch nicht die Monsterwehr. Von daher sieht es fast so aus, als müssten wir das alleine machen. Ja. Das sind sehr viele. LOL. Was ist das denn? Die schicken so Stachelkugeln runter. Das ist ein neues Element. Das gab es im ersten Teil nicht. Okay. Ja, komm. Ist unfair. Ja, wenn ich angreife, dann hör doch auf, du anzugreifen, du Popo. So, ich muss auf jeden Fall neue Sachen kochen, weil wir haben super wenig. Jetzt muss ich hier irgendwelche rohen Äpfel essen. Digga, ich werfe euch gleich ab. Come on. Soll ich mal den besseren Bogen nehmen? Nee. Irgendwie bin ich so... Ich brauche immer lieber die schlechteren auf. Und da kommt ein Riesenbocklin.
Okay, ja, das wird ein schweres Lager. Ein sehr schweres Lager, weil die auch echt aggressiv sind. Mann! Bastard! Boah, ich werde so aggressiv bei denen. Weil die sind ja eigentlich voll scheiße. Die halten ja eigentlich nichts aus. Und trotzdem kacke ich hier voll rein. Sag mal, wie kann er denn, wenn ich ihn angreife mit einem Stein, einen Angriff aufladen? Macht ja gar keinen Sinn. Hier ist ein Reiseschwert. Ich schmeiß mal das hier weg. Am besten schmeiß ich es auf den Gegner, aber hier ist gerade keiner. Ah, doch. Ja, dann schmeiß ich es auf ihn. Komm her. Ja. Wein halt. Beziehungsweise dann schmeiß ich das hier auch gleich. Hier einen einfachen Stock. Okay, dann hole ich mir wieder das Schwert, wenn ich es finde. Da. Ich könnte hier ganz viel auf ihn schmeißen eigentlich, ne? Ja, aber da muss ich jedes Mal zurückgehen, scheiß drauf. So. Oh, das Schwert ist mal ziemlich scheiße. Dann nehme ich lieber sowas hier. Was Besseres. Das ist, glaube ich, von einem blauen Bockblin, ne? Das, ja, genau. Die Klinge. So, wir gehen rein. Oh, explosive Fässer. Sehr schön. Sehe ich ein bisschen spät. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von hier jemanden treffe. Ach komm. Ey, ich bin so dumm, Alter. Ich treffe die mal nicht. Ich glaube, es hat überhaupt keinen getroffen. Boah! Was bist du denn? Was ist das? Boah, der hat eine gelbe Lebensleiste. Okay, der ist also gut. Der ist sehr, sehr gut. Okay. Ich treffe ihn nicht. Aber ich habe den Großen getroffen. Der macht mir ein bisschen Angst hier. Der Kollege. Wie heißt der? Hä, kann ich ihn auch besiegen? Ich mache irgendwie keinen Schaden. Was braucht's, um den zu besiegen? Nee, nee, der hat ja Rüstung. Der hat ja Steine um den Kopf. Sehr spannendes Battle. Auf jeden Fall das schwerste bisher. Ich frage mich nur, wie sollen wir den besiegen? Braucht es da irgendwie irgendwas mit Tsunanium vielleicht? Ich dachte nicht, dass es jetzt hier so schwer wird, sonst hätte ich davor auch mehr gekocht. Oh, mein Bogen ist schwer zerbrochen, ey. Oh je. Was hat der für eine Waffe, Alter? Der hat so ein Pendel. Alter, was ist mit dem? Kann der mal aufhören? Da ist der Große sogar schwächer, würde ich sagen, als der Kleine da. Eieiei. Ich treffe auch nicht den Kopf, ne? Digga, die sind ultra schnell. Der muss doch irgendeine Schwachstelle haben. Vielleicht am Rücken? Ich muss irgendwas auf den schießen. Das Ding ist, er brennt auch nicht. Das heißt, Feuerpfeile auch immun. Vielleicht die Feuer, die Elektrofrucht? Ich weiß nicht, ob diese Rüstung aus Stein oder aus Metall ist. Wenn es aus Metall ist, wäre es theoretisch gut. Ja, wenn ich treffen würde! Naja, auch elektroimmun. Warte mal. Warte mal. Kann ich vielleicht mit der Ultrahand? Nee. Hä, wie soll ich die besiegen? Brauche ich eine Waffe mit Sonanium? Ich werde mal kurz diesen Knochen hier kombinieren mit Sonanium-Kristall. Das könnte ich mir vorstellen. Hier, genau. Energiesphäre. Das könnte ich mir halt vorstellen, aber ansonsten habe ich keine Idee, wie ich den besiegen soll. Hier. Das könnte ich mir halt vorstellen. Keine Ahnung warum, aber... Ja, was anderes fällt mir halt auch nicht ein. Ich meine, Donnerblume wird wahrscheinlich was wirken, aber das ist Verschwendung. Ja, stirb. Ich habe ziemlich wenig Pfeile, merke ich gerade. Knapp. Okay, okay. Besiegt. Den Großen haben wir schon mal gekillt. Haben eine neue Waffe, einen Soldaten-Zweihänder. Da werfen wir das gleich mal weg. Und da oben ist schon wieder so ein Bastard. Bossbock. Ja, genau. So heißen die.
Ruft der immer wieder neue, wenn der pfeift? Ich glaube nicht, ne? So, da bist du wieder. Dann nehme ich mal hier wieder das. Auch wenn das jetzt schon fast kaputt ist. Habe ich nicht daran gedacht, dass das ja ein Knochen ist. Nein, auch das bringt nichts. Wir können ihn, glaube ich, noch nicht besiegen. Ich weiß einfach nicht, wie ich den besiegen soll. Der hat überall Rüstung. Was könnte man da machen? Kann man ihn irgendwie vergiften oder so? Es gibt ja diese Irrknospe, genau. Der intensive Duft dieser Blume kann starke Verwirrung vorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feinde von Verbündeten zu unterscheiden. Aber das ist ja nichts Gutes. Ah, doch. Wenn ich die vielleicht ihm gebe oder irgendwie die Luft mache, dann ist es halt ein kein Gegner mehr. Aber deswegen stirbt er ja nicht. Ich werde das mal kurz probieren. Ja. Dass ich mal hier... Nein, 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 nein. Ah! Mann. Wo ist das? Wo ist die Irrknospe? Ich lege die jetzt einfach mal auf den Boden. Ob das was bringt. Und wenn nein, dann werde ich einfach mal diese Irrknospe schlagen. Vielleicht wird die dann aktiviert. Hier. Achso, kann ich nicht auf den Boden machen. Sortieren? Oh Mann, jetzt werfe ich auch noch meine Waffe weg. Oh je. Hier. Junge, Junge. Was eine Folge. Ich glaube, wir sollten hier noch nicht hin, ey. Das ist ein bisschen hart hier gerade. So, Irrknospe. Komm her. Komm her. Ja? Ah nein, ich glaube, er hat nur eine bestimmte Range. Dann geht er wieder zurück. Weil er ja in seinem Lager positioniert ist. Komm mal her jetzt. So. Nein. Hä? Warum geht das nicht? Ha. Ja, jetzt kommst du bitte her. Nee, man kann... Oh! Nee, man kann die nicht schlagen. Das ist voll Zeitverschwendung hier gerade. Oh, wie nervig. Meine armen Äpfel. Ich werfe ihn jetzt einfach mit der Waffe ab. Ja, es bringt alles nichts. Es blockt einfach ab. Ich glaube, wir können den noch nicht besiegen. Ich gehe mal trotzdem ins Lager rein. Ob wir vielleicht doch noch irgendwas hier looten können, auch wenn wir jetzt hier noch nicht alles ausrotten können. Müssen wir ihn ins Feuer locken vielleicht? Weil hier brennt ja irgendwas. Kann das sein? Wenn ja, wäre es eine ziemlich kreative Idee, aber... Ja? Nee? Nee, er kann nicht brennen. Nee. Der ist unsterblich irgendwie gefühlt. Ja, und ich laufe noch rein wie so ein Idiot. Ich weiß es nicht. Wurde da irgendwann mal was gesagt von wegen, wie man solche Gegner besiegt? Ich glaube, über die wurde noch gar nicht groß geredet. Oh, warte mal. Ich könnte natürlich ein Explosionsfass auf ihn werfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt bei dem, ne? Ja, das bringt was, okay. Ja gut, wie bei Donnerblumen, wie ich es vermutet habe. Allerdings, ja, es ist auch schwer, ihn hier so zu treffen. Ja, aber so geht's, so geht's. Wenn wir jetzt jedes Explosionsfass treffen, dann haben wir es, glaube ich. Komm her. Boah, der wirft immer Steine wie so ein Opfer. Und der eine da chillt immer noch. Komm jetzt runter. Ey, komm her. Mann. Boah, wie nervig. Jetzt bleibt der da stehen. Kann der mal gehen, Alter? Ja, danke. So, ist der jetzt hier festgebackt oder? Komm her. Hallo. Komm. Bro, ist der da jetzt... Steckt der da fest? Können wir die Dinger irgendwie wegbewegen hier? Ja. Oh, warte mal. Ey, lol, so kann ich ihn fangen. Aber ich dachte, ich könnte ihn so erdrücken. Aber da ist ja ein... Warte mal. Ah, schade. Es macht keinen Schaden, wenn ich dieses Ding auf ihn fallen lasse. Unrealistisch. Weil das muss ihn ja runterdrücken. Der kann ja nicht so schwer sein, oder? Okay, einen Fass noch, dann ist er tot. Sauschwerer Gegner. Okay, wir haben ihn tatsächlich besiegt, glaube ich. Oder? Ah, jetzt ist die Rüstung abgefallen. Jetzt ist es ein normaler Boblin.
Glaube ich. Oder das werfe ich einfach auf ihn. Okay, wir haben den Bastard besiegt. Ja, ist ein ganz normaler Bockblind, gibt keinen... Ah, doch! Nee, das war wegen was anderem. Rösttrüffel, sehr schön. Röstpalmfurcht gibt's auch. Rösthyrule-Pilz. Ja, aber das war jetzt nicht von ihm. Und hier ist eine Truhe. Ja, abgefuckt irgendwie, ne? Schwer. Ich weiß nicht, was hier... Wie es vorhergesehen ist, ihn zu besiegen. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Aber das zeigt mir auf jeden Fall, dass wir hier noch nicht hin sollten. Oh. Nee. Doch, das kann man nehmen. Ah, das ist, glaube ich, sein Horn, ne? Da werde ich doch gleich mal synthesieren. Das, glaube ich, könnte ziemlich viel Angriffskraft geben. 5, ja, ist stabil. Okay, die Dinger kann man auch synthesieren. Was ist da noch? Ist ein Schild? Nee. Ja, das hat jetzt ganz schön lange gedauert hier. Diese Basis hier zu erobern. Hat aber tatsächlich geklappt. Crazy shit, Alter. Das war in Sachen Kampf auf jeden Fall bisher mit Abstand das Spannendste. Oh, warte mal, ist hier... Nee, ist kein Kochtopf. Ich werde jetzt mal diesen Reisekochtopf das erste Mal benutzen. Und hier kriegen wir die Belohnung. Okay, neues Schild und eine sehr spannende Waffe hier. Stachelkugelhammer. Und nochmal ein Reisezweihänder. Ich werfe den mal weg hier. Stachelkugelhammer. Den habt ihr schon mal? Super cool, Alter. Ey, vielleicht kann man mit dieser Kugel ihn besiegen, weil die wie so ein, ja, Mondstern oder wie heißt das? Morgenstern. Ja. Interessant. Ja, das Schild ist jetzt nicht so stark. Kein Platz mehr. Diese Truhen, die kennt man auch im letzten Teil. Ich weiß nicht mehr genau, was man mit denen machen kann, wofür die da sind. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Erstmal den Loot fürs Lager. Ja, dankeschön. Ah, aber das ist ein Sidequest. Hier ist jemand eingesperrt von der Monsterwehr, glaube ich. Okay. Ja. Kara! Hallo. Was wollen Sie hier? Ich nehme auf. Ja, ich habe gerade Besuch von der Kara. Ich nehme... Ihr seht gerade nichts. Ich habe die Facecam ausgemacht, weil die Kara mich nervt. Oh, Hinoxhammer. 17 Kara. Kannst du das fassen? 17 Angriffsstärke. Und das mit einer hohen Haltbarkeit. Das ist heftig, oder, Kara? Okay. Ich weiß doch gar nicht, was ja, das jetzt setz dich wieder hin. So, ihr seht mich wieder. Wurde gerade belästigt. Auf jeden Fall Hinoxhammer. Sehr interessant. Aber einen Hinox haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen, weil das waren die ganz großen Bockblins. Und es gab auch diese Stahl-Hinox, also die Skelette. Aber eine sehr krasse Waffe. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist die beste Belohnung hier. Und da könnte ich mir auch vorstellen, ja, dass das auch diese Gegner besiegen kann. Mhm. Sehr krasse Waffen bekommen. Schön. Aber die sind schon synthesiert, genau. Okay, dann werden wir ihn gleich mal befreien hier. Mal gucken, was es als Belohnung gibt. Hallo. Danke vielmals, ich bin gerettet. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass hier überhaupt nochmal jemand vorbeikommt. Du willst wissen, wie es kommt, dass ich hier eingesperrt wurde? Hm. Um das zu erklären, muss ich über das weithin bekannte Phänomen des Blutmonds sprechen. Ich kann nicht genau sagen, wann, aber in manchen Nächten geht ein roter Vollmond auf, unabhängig vom Mondzyklus. In solchen Nächten färbt sich der Himmel gegen Mitternacht purpurrot, als wäre er in Blut getaucht. Und dann im nächsten Moment erwachen Monster, die bereits niedergestreckt wurden, zu neuem Leben. Das ist der Blutmond. Ich forsche schon seit geraumer Zeit, um dem Phänomen des Blutmonds auf die Spur zu kommen. Warum erwachen die Monster zu neuem Leben? In welcher Verbindung steht der Blutmond zu den Monstern? Ich wollte die Lebensbedingungen der Monster studieren und so etwas herausfinden, aber... Dabei bin ich dem Revier der Monster wohl etwas zu nahe gekommen und hier in Gefangenschaft geraten. Du hast mich gerettet, bitte nimm diese kleine Belohnung an. Schmorpilze. Ein Herz. Danke. Du möchtest mehr? Na gut. Ja, okay. Das ist jetzt besser, aber auch nicht wirklich krass. Dankeschön für den Fischspieß. Nein, das allein zeigt nicht angemessen, wie dankbar ich dir bin. Hier, jetzt kommt wahrscheinlich eine ultra krasse Belohnung. Ja,
Ja, die ist schon krass. Okay, Maxi-Medizin. Okay, das ist sehr interessant, weil das gab es früher auch. Also die heilt die maximalen, also heilt einen komplett voll und gibt einen vier Bonusherzen, die quasi dann, ja, die sich natürlich nicht wieder neu generieren, ist ja kein Container, aber man hat dann quasi vier zusätzliche Herzen. Bis die halt, bis man halt Schaden bekommt, dann werden sie natürlich weniger. Das ist tatsächlich ziemlich geil, ja. Dankeschön. Heute Nacht sehen wir einen abnehmenden Sichelmond am Himmel. Und morgen ist der Neumond. Ich muss schon sagen, es fällt mir schwer, mich von einem Mond zu verabschieden. Wir werden uns sicherlich wieder treffen. Und nun schnell gehen wir unsere Wege, bevor uns Monster entdecken. Ich hab doch hier alle besiegt, oder nicht? Ja, da haben wir jetzt quasi eine Sidequest abgeschlossen, denke ich mal, ohne die überhaupt begonnen zu haben. Das heißt, vermutlich wird es irgendwann passieren, dass wir dann jemanden ansprechen, der uns diese Quest aufträgt und dann im nächsten Moment sagt, ah, schon gemacht. Und dann kriegen wir noch eine Belohnung, denke ich mal. Oder es war wirklich etwas, was einfach nur, was man einfach nur auf dem Weg halt so mitnimmt. Keine Ahnung. Oh, ich wollte den Pfeil nehmen. Ja, krass. Wir haben es geschafft. Folge ist leider auch schon zu Ende jetzt von der Zeit. Das ist ein bisschen blöd, weil wir jetzt echt wenig gemacht haben in der Folge. Dieses Monsterlager hat einfach super viel Zeit gefressen. Wir können schon mal planen, wo es dann in der nächsten Folge hingeht. Es gibt den Gustavberg, der noch interessant aussieht, beziehungsweise ja, es geht. Ich würde, glaube ich, einmal hier über dieses kleine Waldstück in dieses Waldstück gehen. Einfach mal mitten im Nichts quasi vom Spähposten. Beziehungsweise, nein, zum Schluss der Folge porte ich mich jetzt noch zum Spähposten und kaufe mir die neue Rüstung. Die ist wichtig. Weil ich nehme sehr, sehr viel Schaden. Das ist echt kritisch momentan. Und Sachen kochen. Ja, das mache ich jetzt noch off-cam, das schneide ich euch und wir sehen uns gleich beim Shop mit den Klamotten. Okay, wir sind wieder am Spähposten. Wir können auch gleich nochmal gucken nach dem Stall. Wobei ich glaube, ja. Warum sollte das jetzt gehen? Ich glaube nicht, dass es geht. Und wow, hier stecken drei Schwerter. Interessierst du dich für ein Schwert? Da haben wir ein Soldatenschwert, ein Ritterschwert und ein Königsschwert. Sie sind etwas zerfressen, aber immer noch brauchbar. Du kannst sie haben. Mit jedem Schwert kämpft es sich anders. Es ist also eine gute Idee, verschiedene Schwerter auszuprobieren. Okay, da kriegen wir nochmal Infos über ihre Schwerter. Link, mein großes Vorbild. Ich möchte bald auch so ein guter Schwertkämpfer werden. Ja, dann gib doch bitte auch. Ach, ich kann mich für eins von denen entscheiden, glaube ich, ne? Ich nehme Königsschwert. Mit dem Königsschwert haben Ritter der königliche die königliche Familie von Hyrule beschützt. Ich habe das Gefühl, dass Gegenangriffe beim Ausweichen damit stärker sind. Ja, ich will das nicht hören, was du da laberst darüber. Ich will einfach nur. Ach so, weil ich keinen Platz habe. Oh, wait a minute. Sag mal, kann der mir jetzt bitte einfach das Schwert geben? Hä, der labert mich hier voll über die Schwerter, aber dann gib's doch bitte auch. Hä? Was passiert da? Hier, bitte, trainiere fleißig damit. Okay. Es ist zerfressen, aber dennoch eine gute Waffe. Pass gut drauf auf. Okay, mit dem Ritterschwert haben die Ritter wohl eins das Schloss verteidigt. Kann ich jetzt bitte einfach diese drei scheiß Schwerter haben? Was ist mit dem? Der leidet, glaube ich, an massivem Autismus. Noch schlimmer als ich. Ich werfe ihn ab mit dem Schwert. Ich will das andere, weil die anderen kenne ich nicht. Oh, man. Ja, okay. Wir nehmen jetzt alle drei einmal. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich noch nicht kenne, weil bei zwei waren Fragezeichen. Ritterschwert. Okay, ich glaube, das kennen wir tatsächlich noch nicht. Ich will aber das Königsschwert. Deswegen werfe ich dich auch mit diesem Schwert hier ab. Und will das hier. Ja, das wollte ich eigentlich schon von Anfang an. Aber gut. Damit kämpft es sich anders, okay? Okay, mal gucken, wie stark das ist. Ich schätze mal 10 oder so. Ja, 10. Das sieht cool aus. Okay, es ist zerfressen. Keine Ahnung, ob man das dann noch heilen kann. Also, ob man das noch wieder herstellen kann. Wie schön, dass sich noch jemand außer mir für Waffen interessiert. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit trainiert habe. Ich heiße Raya. Was? Link? Es tut mir leid, ich war so in mein Training vertieft, dass ich wohl etwas unwirsch war. Dabei ist es so eine große Ehre, dir zu begegnen. Von nun an werde ich noch härter trainieren, um den Schwertkampf so meisterhaft zu beherrschen wie du, Link. Alles klar, juckt mich nicht. Okay, schönes Schwert. Das kann man auf jeden Fall auch gut kombinieren. Haben wir jetzt schon einige nice Waffen. Aber eigentlich wollte ich ja zum Stall gucken und die Klamotten holen. Kochen werde ich dann vermutlich offcam. Und werde euch in der nächsten Folge dann
zeigen, was ich gekocht habe. So, live. Ja, okay. Auch der Stall ist ja noch nicht fertig, natürlich. Klar. Okay, dann kaufen wir jetzt noch die Klamotten. Ich habe aber nicht so viele Rubine. Ich glaube 989, genau. 189. Ich weiß nicht, wo man die herbekommt, ehrlich gesagt, die Rubine. Ich habe immer nur durch Belohnungen und so bekommen. Ich werde trotzdem jetzt mal das Hylia-Gewand kaufen. Okay. Weil, ja. Ist auf jeden Fall besser. Ich glaube, unser jetziges hat einen Verteidigungspunkt und das 3. Das ist natürlich ein huge Update. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann bemerkbar macht bei den. Ja, das ist viel besser. Oh, warte mal. 3 zu 5? Hä? Warum hat das jetzt 5? Ja, hier steht 3, aber da steht 1. Verstehe ich nicht ganz. Ich habe keine Ahnung. 4. Ich habe keine Ahnung, warum da jetzt 3 steht und unten steht aber 5. Auf jeden Fall ist das besser. Ja. Dann, wenn ich dann genug Rubinen habe, werde ich mir noch die Hose kaufen, auf jeden Fall. Wobei, das verstehe ich auch nicht, weil hier steht ja 2 zu 3. Naja, es wird schon besser sein. Keine Ahnung, verstehe ich noch nicht ganz. Kapuze, ja. Wir haben noch keine Kopfbedeckung. Ja. Sieht man irgendwie insgesamt, wie viele... Ah, ich verstehe. Links haben wir quasi die Summe von allen. Ja, ja. Also das, was wir gerade tragen, auch mit Kapuze. Wir haben jetzt gerade 5 Verteidigungspunkte. Einmal hier das Oberteil 3, Hose 2. Und rechts steht immer, wie viel das einzeln gibt. Oder? Ah, nee. Genau, wenn ich das tauschen würde, hätten wir 3. Die und die Hose 2. Okay, verstehe. Das ist ein bisschen verwirrend manchmal. Genau, so haben wir jetzt 4. Okay, ja. Das heißt, die Zahlen unter den Kleidungsstücken, die sind wichtig. 2 und 3. Das ist die beste Kombi, die wir gerade haben können. Das ist auf jeden Fall... Dann haben wir jetzt... 2 Rüstungspunkte mehr. Das sollte sich im Kampf schon bemerkbar machen. Ja, ich werde mich jetzt irgendwo an den Kochtopf setzen. Ich weiß nicht, wo hier einer ist. Ja, ich werde jetzt irgendwo einen Kochtopf suchen und dann mir ein paar Sachen machen, weil wir wenig Essen haben. Und hier redet gerade Robelo mit, wie heißt sie nochmal? Joscha, glaube ich. Ist noch das Sternstück da? Das war ja irgendwo bei Schloss Hyrule. Ich guck ganz kurz. Ich sehe es nicht. Was ist eigentlich das hier? War das schon immer da? Das sieht interessant aus. What is this? Das sieht aus wie so ein Ding. Ja, genau. Wie vom Himmel. Ist es runtergefallen vielleicht? Hier ist ein Diener-Konstrukt am Boden. Dies ist eine Batteriemaschine. Oh. Ah, hier kann man das Sonanium in Sono-Energiekristalle umwandeln. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sono-Energiekristalle. Ja, das möchte ich. Auch wenn ich noch keine habe. 100 Sono-Energiekristalle. Und wie mache ich die Energiekristalle nochmal? Muss ich da einfach das Sonanium nehmen und... was soll ich damit machen dann? Hier. Aus dem 1 Energie gewonnen wurde. Kann ich das... Muss ich das in den Kapselspender werfen? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, hier kann man dann neue Batterien sich machen lassen. Insgesamt, glaube ich, kann man ja bis zu 8 dann haben. Okay, also ich werde jetzt offcam irgendwo mir einen Kochtopf suchen und dann kochen. Und in der nächsten Folge werden wir dann... Ja, hier diese 2 Waldstücke uns anschauen. Dann vermutlich... Ja... Hier... westlich von Schloss Hyrule ein bisschen gucken. Oder, was mich noch mehr reizt, wäre eigentlich nochmal nach oben auf die vergessene Himmelsinsel zu gucken. Ich glaube, das machen wir dann. Okay, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.